Ist das hier noch? Gar nicht. Geil, ich habe gar nicht gefunden. Noch irgendwas? Elixier der Stärke. Stachelkeule der Silbersee-Orks. Achso, da. Mit Strommatratze. Ja, ja, ja. Schlafen kann man eh nicht. Wieso auch immer. Ah, der magischen Erze ist nice. Irgendwie sieht das aus, als wenn hier noch extrem viel weitergeht. Mir gar nicht mal so gut gefällt. Na, ich laufe trotzdem mal weiter. Solange wir nicht auf ein Dead End stoßen, ist ja alles gut. Und solange ich jetzt früh genug mitbekomme, wenn wir doch auf einen stoßen, ist auch alles gut. Oh. So. Zack, zack. Dumpfes Messer. Ja, das ist ganz wichtig. Oh. Das ist ein Schrein. Ich bin der gleichen Meinung. Ultrata Hucha. Des Belias. Ich wollte hier jetzt aber nicht unbedingt beten. Ich hatte hier gehofft, dass es hier wieder ein bisschen was zu looten gibt, aber wenn nicht, dann nicht, ne? So. Okay, jetzt macht das hier einen Bogen, okay. Stehen da welche? Ich sehe gerade nicht. Nö. Niemand da. Ich warte immer noch auf den nächsten Golem, ne? Ich warte noch auf den ersten Golem. Als wenn wir irgendwie in dem Hauptlager der Orks sind oder so. Schamane. Schamane. Stehen noch zwei. Oh, so der ganze Dunst hier. Irgendwen habe ich. Götzenwächter, ja moin. Mensch, Mensch! Kann das sein, dass man eigentlich von der anderen Seite kommt oder so? Jo. Die haben ordentlich einen Schlag in den Nacken bekommen. Soll das hier der Götze sein? Der Götze hält irgendwas in der Hand. Was ist das? Kann ich es nehmen? Gib es mir. Hm, will er mir nicht geben. Lol, hier ist nur so ein Vieh. Okay. Das ist noch so ein Ding. Krasse Sache, drei Stück davon. Vier. Oh. Oberschamane. Na, dem klopp ich doch mal richtig einen Rind. Na komm. Mensch! Töter! So.
Eisenbalk-Elixier, Lurker-Talisman. Okay. So. Ganze komische Gekrüsel hier, kann man weggehen. Geht da. Ich sehe nämlich nichts. Was ist denn nur. Ging das hier dann einfach wieder einmal so rum? Hier ist auch noch irgendwas. Muss ich jetzt den ganzen Scheißweg nochmal zurücklaufen? Ich mach das mal zur Sicherheit. 6, ne? Ja, gleich. Warte. So. Dann laufe ich den Weg halt nochmal zurück. Aber bin sicher, nichts übersehen zu haben. Geben würde da eh nichts, aber wenn doch, dann beiß ich mir in den Arsch. So. Noch ein Stück. Ach Gott. Wir brauchen unbedingt diese andere Rune zum Sprinten. Ich weiß, dass es noch eine andere gibt. Ich weiß nur nicht mehr, wann die gibt. So, laufen wir hier fix einmal lang. Zack. Okay. Sieht hier aus wie so eine Vorratskammer. Für wen oder was auch immer. Na gut, wahrscheinlich für die Orks, ne? Obwohl, ich weiß gar nicht. Essen die Orks auch ganz normal? Ich weiß es nicht. Vielleicht können die auch Photosynthese betreiben oder so. Zutrauen würde ich denen das. Genau, und das sind die Orks, die ich gesehen habe. So. Meine Güte. Zack. Oh, oh. Sterbt ihr? Nö. Jetzt schon. Mensch, sterb! Gut, die bewegen sich ein bisschen zu schnell. Als dass dieser AOE-Schaden bei dem Zauber den was anhaben könnte. Na, was heißt, was anhaben könnte? Die kriegen trotzdem ordentlich Schaden drin gedrückt, ne? Aber fallen halt nicht tot um dadurch. Zumindest nicht, wenn sie schnell genug loslaufen. Ruhe. Siehst du, gab hier doch noch was. Zack. Hä? Eine Fackel, geil. Alter, ist das hier Crap. Dunkel zu sehen, als wenn das hier so dunkel ist in den Höhlen. Ist das noch eine Truhe? Jo, da hätte ich alles. Die haben wir, glaube ich, schon, ne? Schriftstücke. Ne, wir haben Rune der Wut, das ist die Rune der Raserei. Genau, und hier gibt es dann, glaube ich, auch noch nicht Rune der vier Winde, sondern Rune der vier Stürme oder so. Halt das Upgrade davon. Das mal fix lernen. So. Aber wenigstens gab es hier auch noch was. Dann können wir die eine Rune zum Beispiel schon verticken. Ich denke mal, so eine Rune dürfte sogar ein bisschen was geben. Guck mal, hier ist noch eine Truhe, Junge. Fucking Frosch im Hals. Das Asketen. Mhm. Nicht schlecht. Was haben wir gerade für welche an? 15 Mana, 4 Mana Regeneration, 4 Magiekraft. Ich glaube, da konnte die nicht mithalten, wa? Ich muss hier unbedingt wieder aufräumen. Warte mal.
Hier sind die Talismane. Hier sind die Schilde, Ringe, Armschienen. So, du kommst erstmal kurz hier hin. Du bist ein Talisman. Du bist ein Helm. Habe ich hier noch irgendwo einen Helmmank? Nö. So, du bist ein Schild. Amulett, Talisman, Armschiene, Talisman, Schild, Armschiene, noch eine Armschiene, Talisman, 26 Schilde. So, da ist jetzt noch ein Talisman, das ist belastend. Armschiene, unsere alte Rüstung. Das sind alle Ringe. So, jetzt muss ich das alles einmal fix runter machen. Zack, zack. Du bleibst mal da erstmal. So. Zack. Dann sieht man hier auch wieder ein bisschen durch. Räusper, Räusper, Knäuschen, oder wie ging das? Hier ist noch eine Truhe. Ja, moin. Schon wieder Ring des Mystikers. Wenn man mehr als einen Ring anlegen könnte, wären wir jetzt, glaube ich, schon OP. Ich glaube, wir sind jetzt schon OP, weil wir unendlich schlagen können. Ne? So, aber dann haben wir das auch abgehakt. Dann können wir jetzt wieder weitergehen, ne? Zack. Zack. Da lang. Zack, zack. Wie im Parcours hier. Immer gib ihm. Ich musste gerade kurz überlegen, weswegen wir überhaupt in der Höhle hier sind. Stimmt, wir wollen Lester finden. Ja, ja. Lester, Lester. Lester, die Lester-Schwester. Was das mit den Götzen auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Weil machen kann ich mit denen irgendwie nichts. So. Hier geht ja jetzt weiter. Fragezeichen? Ausrufezeichen. Ohne Punkt und Komma. Was ist das denn? Ist doch irgendwer. What the fuck ist da denn los? Xesha. Und Lester. Aha. Na, guten Morgen. Was ist das? Es wagt mich zu stören. Ich bin kein Ash. Mein Name ist... Der Wurm spricht! Diese Anmaßung soll seine letzte sein! Margrok, töte ihn! Du kannst es ja versuchen, Margrok! Komm her! Mensch, Mensch! Was ist denn los hier? Okunda Gullor! Mensch! Mensch, stirb! Noch eine Frage? Wer sei es doch? Götzenwächter des Knochenbrecherstamms. Margrok. Aha. Stachelkeule der Silbersee-Orks. Götzenwächter. Margrok hatte nicht zufälligerweise eine geile Waffe dabei, die ich jetzt irgendwie versäumt habe oder so. Schartige Sichel. Elixier des Heldenmuts, noch eine Stachelkeule. Hier wird es wahrscheinlich rausgehen. Da ist eine Truhe. Die ist meins. Oh, oh. Rune der schnellen Hand. Ja, ne? Das ist schon wieder Quatsch da. Ulum, Uluring.
Nee, so läuft das nicht. Das müsste Ulumulu heißen. Und nicht anders. Das, was da steht, ist ja schon wieder Quatsch. Aber ne, wir wissen alle, was gemeint ist. Stachelkeule, genau. Was ist hier los? Garnischer Säbel, Gorschanschild, Statue verschlossen. Dikanischer Großsegel, Kriegsbogen. Okay, verschlossen. 37 Nahkampfkraft. Ja, das lohnt aber noch lange nicht. Meine Güte. So, habe ich hier eine geile Waffe übersehen von dem komischen Dude hier? Nö. Dann könnten wir uns jetzt langsam mal um Lester kümmern, wa? Hallo, mein Freund! Du bist ja gut gelaunt. Lester, noch alles dran? Ja, es ist nichts gebrochen, mein Freund. Ich schulde dir mein Leben. Wie hast du mich gefunden? Milton hat mir geholfen. Milton? Wo steckt der? Bei deiner Hütte, er... Ich muss sofort zu ihm. Warte! Sag mir, was du über den Tempel im Gebirge weißt. Komisch. Das wollte die Dämonenfrau und ihre Orks auch wissen. Ich hab den Mund gehalten, aber dir bin ich ja was schuldig. Also... Vor langer, langer Zeit... Nein, bitte nicht die ganze Geschichte. Ich möchte nur wissen, wie man da hinkommt. Wo ist der Eingang? Das konnte ich leider nicht herausfinden. Aber ich habe etwas anderes entdeckt. Was? Das, mein Freund, sage ich dir erst, wenn ich weiß, warum du dich für den Tempel interessierst. Also, mein Freund, warum suchst du einen uralten Tempel im Gebirge? Weil wegen. Ja. Ein Freund von mir hat mich gebeten, nach dem Tempel zu suchen. Sein Name ist Diego. Diego? Dann sucht er auch nach dem Tempel. Das ist gut. Das ist sehr gut, mein Freund. Heißt das, du hilfst mir? Ja, das werde ich tun. Dann erzähl mal, was hast du herausgefunden? Auf der Klippe im Osten von hier steht ein abgeschiedenes altes Kloster. Die Mönche, die dort leben, pflegen einen sonderbaren Inospilia-Kult. Und sie scheinen auf geheime Weise mit dem Tempel verbunden zu sein. Wenn jemand weiß, wie man in den Tempel gelangt, dann sie. Wie komme ich zu dem Kloster? Siehst du die Tür mit der Statue? Dahinter müsstest du den alten Weg finden, der das Sumpfland mit dem Kloster verbindet. Das Kloster liegt im Osten von hier, hinter einer natürlichen Steinbrücke. Die Orks haben gegen die Statue gedrückt, dann hat sich die Tür geöffnet. Krasse Sache. So, ansonsten gibt nichts Neues. Gut. Ach ja, da oben haben wir durchgeguckt, genau. Was war das für ein komischer Dämon? Ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Ach so, und dann geht die Tür einfach auf. Hab ihn gedrückt. Alles klar. So. Aber keine Dämonen? Dämonen, sag ich schon. Keine Golems? Ich hab mit Golems gerechnet. Speichern. Aha. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Tor hier. Okay. Kriegen wir das hier auf? Denke ich mal, ne? Jo. Sehr schön. Ruhe. Snapper-Ring. Irrelevant für uns. Langweilig. Langweilig. Muffiges Fleisch. Geil. Wollte schon immer muffiges Fleisch haben. Umschien des Belagerers. Einäscherung. Mal kurz. Was drücke ich hier gerade alles? Piano, Einäscherung. Ich wollte schon sagen, haben wir doch schon. Gut, gut, gut. Da unten in die Höhle sind wir reingegangen. Hier liegt noch irgendwo was. Altertümliches Relikt. Wo denn? Ach, da.